Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme namens Train Station Renovation Germany. Wir werden ein neues Spiel starten. Damit hier ist mir eigentlich, ja, keine Ahnung, Farbe relativ, lassen wir mal so, oder? Ach komm, hier, das können wir unten, bisschen ändern, so, genau, und dann Firmennamen eintragen, ihr kennt das schon bereits, und anmelden. So, Geldmittel und How to Play braucht man nicht. Und wir fangen an, mit die Karte bis ganz nach oben zu kommen. Und dann ist die erste Staffel für dieses Spiel dann vorbei. Wir fangen bei Kleinsdorf Fidor an. Und Werkzeuge haben wir auch. Gut. Und fangen an zu renovieren. Train Station Renovation. Da bist du hier genau bei mir auf diesem Kanal ganz richtig. Denn hier in dieser Folge fangen wir an, Dinge wegzuschmeißen, aufräumen und dann neu zu dekorieren und renovation Dingsbums, ihr wisst schon. Irgendwie ist die Musik ein bisschen laut. Es gibt hier auch Musik hier. Genau, die Musik mache ich ein bisschen leiser. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass wir mehr von der Natur hören und ich wünsche euch dann hiermit viel Spaß mit mir in dieser Aufnahme. Ja, Train Station Renovation. Viel Spaß in diesem Part. Dann fangen wir mal an. Wir brauchen erstmal Container. Gemischt. Verlass den Bereich. Achso. So, einmal gemischt. Der wirft sofort den Dreck. Okay. Oh. Gut. Ach so. Und die kleinen Teile kann man ehen. Genau. Ich dachte, da wäre was. Oh. Ja. Okay. So. So. Haben wir... Nee, ne? Werkzeugtechnisch. Haben wir irgendwie hier noch gar nichts. Okay. Gut, hier machen wir auch mal gemischt rein. Gemischt. So. Ja. Sieht man sofort. Das sieht man alles sofort. Wir machen erstmal Außenbereich. Außenbereich heißt so viel wie... Ich spul mal diesen Aufräumscheiß mal für euch vor, ne? Bis gleich, hören wir.
Also, wir haben hier diesen Keller, Abstellraum, alles. Und ja, sieht absolut nicht mehr gut aus. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt hier den Brecheisen in der Hand und räume hier mal ein bisschen auf, ne? Wir hören uns dann gleich wieder. Da sind wir. Hier kann Tür nicht geöffnet werden. Durchschneiden. Habe ich das dabei? Nein. Ich glaube, das ist auf unseren Jeep. Auto. Wie auch immer. Yep, habe ich mir schon so gedacht. Dafür ist diese Zange ja da. Um kurz mal zu öffnen. Nein. Können wir kurz fallen lassen, aber nö, sagt er. Huha. Schraubenschlüssel, kann ich da was machen? Oh. Strom. Für Strom ist es immer noch. Ja, okay. Da kann ich aber lange drücken. Ja, es ist Strom. Es gibt wieder Strom. Wechsel gleich wieder zurückpacken. Es gibt wieder Strom. So. Zack. Gut. Es gibt wieder Strom. Das ist gut. Und ich soll garantiert hier noch irgendwas reparieren. Sicherungskasten. Habe ich doch gerade repariert. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nö, ist alles da. Gut. Hier brauche ich nichts mehr. So. Möbel 6. Mülleimer. Dekoration Bla 2. bla bla. Und Handtrockner zum Rausgehen. Wisst ihr, was hier noch fehlt? Es wird hier gar nicht berücksichtigt. Es fehlt einfach nur, mit was wollt ihr? Ja, anscheinend wollt ihr gar nicht den vertikalen Dingens abwischen. Gibt's hier im Spiel nicht. Widerlich. Einfach nur widerlich, dass da was fehlt. Bäh! Bäh! Was ist das hier? Nichts. 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 So, und jetzt nehmen wir mal den Lappen in der Hand. Den Schwamm. Und wischen das ganze Graffiti ab. Bis gleich. We'll be right back.
Da habe ich wohl vergessen, die Stimme mit aufzunehmen, also mich zu unmuten, dann sage ich es halt so. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen auf meinem Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du dabei warst und mir zugeschaut hast. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao mit V. Tschüss.